Der BVB zu Gast in meiner Heimatstadt beim HSV und alles weitere dazu jetzt mit Nobby am Feiertagsmagazin. Catch us if you can. Der BVB behauptet mit Glanzvorstellung die Tabellenführung. Catch him if you can. Der HSV zittert vor einer erneuten Aubameyang-Gala. Catch me if you can. Ober im Nacken, aber noch ist er BVB-Rekordtorschütze. Studiogast Michael Zorg. Es ist der 19.09., natürlich ein Feiertag. Deshalb gibt es heute für euch auch ein Feiertagsmagazin. Es geht Schlag auf Schlag in der Bundesliga. Wir haben eine englische Woche. Morgen geht es zum Hamburger SV hoch in den Norden Deutschlands. Der HSV war ja eine ganze Zeit lang unser Angstgegner, aber spätestens seit letztem Jahr ist damit Schluss. Wir fahren mit breiter Brust nach Hamburg. Wir sind Tabellenführer, ausschlaggebend. Dafür war ein fantastischer Sieg am Wochenende gegen den 1. FC Köln. 5:0 und ein Borusse hat den letzten Punkt seiner To-Do-Liste abgearbeitet. Dieser BVB ist nicht zu stoppen. Okay, außer vielleicht vom eigenen Stadioninterieur. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga verteidigt eindrucksvoll seinen Platz an der Sonne. Keeper Roman Bürki hält seinen Kasten auch im vierten Ligaspiel blitzeblank. Und die Offensive läuft auf Hochtouren. Für eine Handvoll Tore wird Köln nach Hause geschickt. Besonders erfreulich: Aubameyang trifft endlich auch gegen den FC. Damit ist seine Sammlung komplett. Der Gabuner hat jetzt gegen alle aktuellen Bundesliga-Gegner getroffen. Ober und seine Jungs. Einfach nicht zu stoppen. Weiterhin Tabellenführer, die beste Offensive der Liga, die beste Defensive der Liga und ein Sportdirektor, der damit sicherlich sehr gut leben kann. Ich freue mich, dass Michael Zorg heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Michael. Hi, Nobby. Ja, wir haben gerade noch mal die Bilder vom Wochenende gesehen, vom 5:0 gegen den 1. FC Köln. Was hat dir am meisten imponiert? Dass wir ruhig geblieben sind, weil es war am Anfang oder eigentlich in der ersten Halbzeit nicht einfach, gegen die Kölner zu spielen. Die haben ja 4-5-1 gespielt, im Prinzip nur Córdoba war vorne. Und es hat mir gut gefallen, dass wir nicht unruhig geworden sind, dass wir auf unsere Chance gelauert haben, weil sie haben ja selbst nach dem frühen 1-0 nicht wirklich aufgemacht. Und dann fühlte sich manchmal ein wenig zäh an und sie wollen dich locken. Und das ist ihnen nicht gelungen, das hat mir gefallen. Und dann in der zweiten Halbzeit wollten sie es ein bisschen offener gestalten. Und dann sind die Tore, ja, dann, das ist uns dann schon ein wenig in die Karten gelaufen. Und mit unseren schnellen Stürmern sind wir dann ja sehr schwer zu bremsen. Ja. Ja, in unserem Fragenkonter geht es heute darum, was so ein Sportdirektor an einem Spieltag so erlebt. Es gibt kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Welche Rituale hast du rund um ein Spiel? Ja, ich versuche immer die positiven Abläufe, also nach einem gewonnenen Spiel auch beizubehalten. Dann denkt man, ja, dann müsste es heute wieder klappen. Wie würdest du dich als Zuschauer beim Spiel charakterisieren? Ruhig und besonnen. Wer aus dem aktuellen Staff-Team ist während der 90 Minuten am hibbeligsten? Bis zur letzten Saison war es unser alter Physio Peter Kuhnt, der dann auch ab und zu mal die Contenance verloren hat. Jetzt muss ich sagen, unsere Trainer sind, das Trainerteam insgesamt ist sehr ruhig, konzentriert sich wirklich aufs Coaching des Teams. Im Moment, jetzt haben wir auch viermal gewonnen. Also so viele Reibungspunkte gab es noch nicht wirklich, dass man da hätte ausflippen können. Was machst du als erstes, wenn du nach einem Spiel nach Hause kommst? Ja, ich, um ehrlich, also sagen wir, keine Schleichwerbung machen, aber ich setze mich auf die Couch und schalte Sky an und schau noch mal, ob es eine Zusammenfassung gibt oder ähnliches. Ja, wenn die Saison jetzt im vollen Gange ist, dann hat Michael die stressigste Zeit schon hinter sich. Jahr für Jahr stellt er immer wieder sensationelle Kader zusammen. Und was Michael so in den letzten Jahren alles hier beim BVB angeschleppt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Gute Anmoderation, Norbert. Michael Zorg. Seit 2 Jahrzehnten lenkt er die sportlichen Geschicke bei Borussia Dortmund. Und nicht nur die sportlichen.
Unter der Leitung von Zorc hat sich der BVB zu einer Top-Adresse im internationalen Fußball entwickelt. In seiner Amtszeit sind Spieler aus 43 Nationen aller Kontinente an den Rheinlanddamm gewechselt. So viel zum Thema, Borussia Dortmund sei eine regionale Marke. Und die Liste der Verpflichtungen, die sich in Schwarz-Gelb zu Weltklasse-Fußballern entwickelt haben, wird länger und länger. Auf das ausgezeichnete Händchen von Michael Zorc dürfen wir uns auch in Zukunft verlassen. Nicht nur sportlich. Ja, mich hat er weggeschubst. Wir haben es gerade gehört, aus 43 Nationen hast du Spieler zu Borussia Dortmund geholt. Das schaffst du natürlich nicht allein, du kannst dir ja nicht die ganze Welt angucken. Erzähl doch mal, wie groß ist eigentlich das Netzwerk der Scouts, die überall auf der Welt verteilt sind oder am Rheinlanddamm sitzen? Ja, das muss man ja unterscheiden. Das ist zum einen natürlich unser Scouting-Team. Die sitzen jetzt nicht alle hier in Dortmund, sondern sind auch teilweise regional verteilt. Aber das sind, ja, ich sag mal 10 bis 15 Leute, die da für uns durch die Welt reisen und Spiele anschauen. Aber natürlich hat man auch Netzwerk, wo du dann auch schon mal auf Zuruf einen Tipp bekommst. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du das dann auch, dass du dem nachgehst und wenn es sich lohnenswert erscheint, dass du nachhaltig dran bleibst. Das beste Beispiel ist immer noch, ist schon ein bisschen älter, aber Shinji Kagawa, der damals noch in der zweiten Liga in Japan spielte. Ich müsste lügen, wenn ich sage, die verfolgen wir jetzt regelmäßig mit unseren Jungs. Das gibt dann die Manpower doch nicht her. Und so, da war man natürlich auch auf einen Zuruf, auf einen Tipp angewiesen. Aber dann sind wir eben dran geblieben und sind unsere Scouts dran geblieben. Dann sind wir nach Japan geflogen, haben uns das mehrfach dort vor Ort angeschaut und dann gesagt, ja, mit dem Jungen kannst du für den Preis eigentlich nichts falsch machen. Und so war es dann. Ja. Ja, perfekt. Ja. Einer von vielen sensationellen Transfers. Jetzt bist du 20 Jahre Sportdirektor. Nein, noch nicht. Ja, aber jetzt bald. Ne? Mach mich nicht älter, als ich bin. Wir sind schon alt genug. Aber wenn du so an die Anfänge 98 zurückdenkst, war es früher einfacher gegenüber heute? Es war eine völlig andere Situation für mich persönlich. Ich war nicht so in der Verantwortung. Damals war ja auch noch Michael Mayer, Gerd Niebaum in erster Linie auch zuständig. Ich war mehr assistierend tätig in der Anfangszeit zumindest. Ja, es ist natürlich jetzt, es ist einfacher und schwieriger gleichzeitig. Schwieriger, weil natürlich die Erwartungshaltung durch die Leistung, die wir jetzt in den letzten Jahren gebracht haben, immer größer geworden ist. Das heißt, nur noch eine geringe Anzahl von Spielern hilft uns auch wirklich weiter und kann uns weiterhelfen. Aber wir haben uns natürlich insbesondere bei jungen Spielern in Deutschland, aber auch in ganz Europa, glaube ich, schon einen guten Ruf erarbeitet, dass wir ein Händchen dafür haben, Spieler zu verpflichten, wenn sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Leistung sind, dass wir sie hier bei uns sehr gut weiterentwickeln können. Und das macht es manchmal auch einfacher, einen Spieler zu bekommen, gerade einen jungen Spieler zu bekommen, weil er weiß, die kaufen mich nicht nur so, weil ich mal gerade vielleicht auf dem Markt bin, sondern die haben einen Plan mit mir, ich habe da eine richtige Perspektive und die wollen mich weiterentwickeln. Und ich kriege auf einem sehr hohen Niveau, sprich mitspielen, sag mal, in der Spitze der Bundesliga, aber natürlich auch in der Champions League kriege ich sehr wahrscheinlich dann auch Spielpraxis. Und das ist vielleicht bei Clubs schwieriger, bei Bayern München, bei den Manchester Clubs, bei Chelsea etc. und auch bei den spanischen Clubs natürlich, weil dort eher die Gestandenen natürlich zum Einsatz kommen. So, die letzten Tage der Transferperiode, die waren natürlich hektisch für dich, sehr hektisch für dich. Wir haben noch gar nicht über die Neuzugänge sprechen können, die dann gekommen sind. Gib uns doch mal kurz so deine Einschätzung zu André Yarmolenko, Jeremy Toljan und über Jadon Sancho. Ja, André Yarmolenko verfolgen wir schon länger, vor 2 Jahren schon mal einen Versuch gestartet,
ihn zu verpflichten. Das hat damals nicht funktioniert, weil es auch schon relativ spät war und Dynamo Kiew ihn dann nicht abgeben wollte. Und jetzt ist er, glaube ich, im richtigen Alter gewesen, dass man das realisieren konnte. Dynamo hat sich auch nicht qualifiziert für die Champions League. Von daher war da auch eine gewisse Bereitschaft da. Und eben nachdem wir den Dembélé-Transfer realisiert haben, ja, war das für mich eine logische Verpflichtung. Spielt die gleiche Position, ist ein ganz anderer Typ. Aber dadurch, dass wir natürlich auch noch andere Spieler in unserem Kader dazugeholt haben, wie Maxi Philipp, wie auch Jadon Sancho, den Jungen von Manchester, ist das ja eine hervorragende Ergänzung für unseren Offensivbereich, weil anders linksfüßig, 1,90 groß, nicht dieser typische kleine Flitzer, okay, die wir auch mit Pulisic und so weiter in unseren Reihen haben. Und er hat jetzt schon in den ersten beiden Spielen gezeigt, glaube ich, dass er uns sofort weiterhelfen kann. Und da kommt noch was. Ja, da kommt sicher noch was. Der linke Fuß, den hat man gesehen, der ist schon ja, begnadet. Jetzt hat er Tor mit rechts vorbereitet. Er ist da auch variabel. Wirklich, er ist jemand, der kann uns sofort weiterhelfen. Sancho ist ein Riesentalent, eines der größten Talente seines Jahrgangs in England. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da profitieren wir davon, auch von den letzten Jahren eben. Wir reden nicht nur davon, sondern wir praktizieren es, wir bilden die Jungen weiter aus, wir lassen sie auf hohem Niveau spielen und ich glaube, wir kriegen heute jetzt endlich auch die Spielgenehmigung für die Bundesliga für ihn. Und dann brauche ich vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber ist er auch noch jung. Er ist 17, aber ja. Da bin ich sicher, dass wir da in den nächsten Jahren noch viel Freude an ihn haben werden. Jeremy Toljan haben wir auch länger im Visier. Er hat ja nächstes Jahr einen auslaufenden Vertrag gehabt, also wir hätten ihn auch nächstes Jahr gerne verpflichtet, haben es jetzt vorgezogen, weil wir natürlich auf den beiden Außenpositionen links haben wir eine große Verletzungsproblematik und rechts kann er eben auch in Konkurrenz zu Lukas Piszczek dann gehen. Er ist da sehr variabel auf beiden Positionen einsetzbar und wird uns auch sehr, sehr viel helfen in der Saison. Das Transferthema legen wir jetzt mal beiseite. Wir haben noch andere geholt, wir haben mehr geholt. Ne? Ja, aber ich wollte ja nur auf die letzten drei eingehen. Genau, genau. Ja. Und außerdem, wir möchten dich ja gerne nur nachfragen, wieder. Nicht, dass du das vergessen hast. Nein, auf keinen Fall. Ne? Wir möchten dich gerne nochmal einladen, deshalb ja, ist der Grund. Ja, gerne nochmal. Ja, jetzt kommt eine Frage von einem Kollegen aus der Geschäftsführung. Das alles in der Rubrik Sag doch mal. Hallo Michael, jetzt hat der Auber ja schon wieder zwei Tore geschossen. Und wenn ich richtig mitzähle, dann dauert es ja gar nicht mehr so lange, bis er dich ablöst als den Rekordtorjäger von Borussia Dortmund. Stört dich das gar nicht bei deiner doch so offensichtlichen Eitelkeit? Der Carsten, 48, aus Münster. Mit kurz geschorenem Haar. Da hat sich einer in dein Büro geschlichen, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Es war mein Fernseher. Kurze Antwort? Das, und du weißt ja, wer es war. Ja, natürlich, Carsten Kramer, ja, mit dem Kurzhaarschnitt. Ja. Ja, aber doch vor dem Verlust deines Rekords hast du ja keine Angst, ne? Nee, vorher wird er verkauft, ist ganz klar. Ist er weg, ne? Ist er weg. Ein Tor vorher. Ist er weg. Nee, Ober, weg. Können wir das so senden? Ja, okay. Den Spaß wird Ober sowieso verstehen. Okay. Ne? Wobei er hat ja damit angefangen. Ne? Ja, genau. Jetzt geht es zum Hamburger SV. Da hat Ober letzte Saison viermal getroffen. Wie siehst du die Chancen auf eine erneute Torgala von Ober? Ja, die sind da, aber wir müssen auch schon konstatieren, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel erinnern könnt, haben sie uns doch sehr, sehr einfach gemacht. Ich glaube, von der damaligen Innenverteidigung ist keiner mehr auf dem Platz sein beim HSV. Also ich rechne schon mit einer ganz anderen Gegenwehr. Jetzt auch unter Gisdol hat die Mannschaft doch viel mehr Stabilität bekommen und wieder Kontur und eine andere Struktur, als sie es vorher hatte. Wir müssen auch sagen, davor die Jahre haben wir uns eher schwer getan, in Hamburg zu gewinnen. Ich erwarte natürlich von dem Spiel, das ist
ja, mehrheitlich so in der Liga, dass wir den Ball haben werden, dass wir das Spiel machen müssen und dass natürlich der HSV sehr viel Aggressivität und Einsatzbereitschaft in die Waagschale wirft. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir unsere weiße Weste behalten und dort 3 Punkte mitnehmen. Die Mannschaft wird im Moment viel gelobt. So ein bisschen kommt mir der Trainer zu kurz. 2,5 Monate ist er hier mit seinen Co-Trainern. Was zeichnet die Jungs aus? Ja, die haben eine klare Vorstellung vom Fußball. Er verfolgt diesen klaren Plan. Er ein sehr hohes Gegenpressing, so wie wir es von Jürgen Klopp noch kannten, aus der Anfangszeit. Die Mannschaft rückt sehr weit auf. Und was mir vor allem imponiert hat, war seine ruhige Art. Er war neu als Trainer und wir haben im Prinzip die ganze Transferzeit vom 1.7. bis zum 30.8. Spekulationen gehabt, Transferdiskussionen gehabt. Erst war es Ober, geht er nach China, AC Mailand hin und her, bis wir dann entschieden haben, dass er bleiben wird. Dann kam Dembele, war auch nicht sehr angenehm und er hat immer sehr ruhig und sehr souverän das Ganze gehandelt und immer in Absprache mit uns, ist nicht nervös geworden und das hat mir sehr stark imponiert und die Zusammenarbeit mit ihm macht einfach Freude. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu einem neuen Spiel, Michael. Das heißt, schwarz oder gelb. Wir beide bekommen Karten, schwarz oder gelbe. Es werden Szenen gezeigt. Und uns werden... Nicht mehr dieses Torspiel? Okay. Uns werden 2 Möglichkeiten gegeben und dann geht es 3, 2, 1 und dann halten wir eine Karte hoch. Und wofür stehen die? Für das, was da steht. Okay. Und bin gespannt. Ja, wie ins Tor. Ja, warte. Wo schwarz ist, trifft die TV-Kamera oder trifft den Ball, Jung? TV-Kamera. Ah, das hätte ich. Okay. Ach du lieber Gott. Wer war? Wir haben recht. Er stimmt, aber ich habe gedacht, die Kamera im Tor. Oh, das ist doch gemein. Jetzt schieße ich mal ein Tor. Oh, du hast ja viele geschossen. Ja, ganz viele. Ja. 3, 2, 1. Norbert Diekel. Ah, die Vorlage hat mal Herbert Neckel zu mir gesagt. Herbert Neckel. Ist auch gut. Naja. Drei, zwei, eins. Dann nehme ich gelb. Dann einfach damit wir einen Sieger haben. Ja, Frankie Mill auf der Bank. Genau. Du hast gespielt mit Ersatzspielern. Ja, so ist unser Michael. Der freut sich halt mit allen. Außer dem wunderschönen. Habe ich jetzt gewonnen? Ja. Ja. Ja, wir schauen jetzt auf den Zwischenstand. Es steht 10-8. Michael hat eindrucksvoll 3-2 gewonnen. Also alles 10 richtig eingeschätzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, Norbert. So, wir machen noch ein schönes Bild von uns. Mal gucken, so. So sind wir drauf. Es gibt wieder Sofortbildkameras. Das wirst du natürlich jetzt gleich unterschreiben. Und ich habe noch ein paar sehr schöne Bilder für euch. Denn nicht nur die Profis, auch die U23 von Borussia Dortmund ist mittlerweile Tabellenführer in der Regionalliga West. Ausschlaggebend dafür der 1-0-Sieg am Sonntag im Topspiel bei Viktoria Köln.
Und genau wie die Profis muss auch unsere Zweitvertretung morgen ran. Um 19.30 Uhr treffen die Jungs in der Roten Erde auf Alemannia Aachen. Da lohnt sich natürlich auch immer ein Besuch. Und die Jungs freuen sich natürlich, wenn viele Zuschauer da sind. So, jetzt gucken wir mal, ob das Bild fertig ist. Sehr schön. Ach du lieber Gott, hey. Michael schreibt auch ein bisschen durch sein Gesicht. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich die Daumen, dass wir morgen einen Dreier holen. Du hast ja die richtigen Leute dafür geholt, also habe ich gar nicht so große Bedenken. Tschüss, Nobby. Tschüss, mach's gut.